zunächst ein paar Worte vorweg zu der Bildqualität. Wenn man die beurteilen will, dann muss man berücksichtigen, dass 1895 die Gebrüder Lumière die laufenden Bilder erfunden haben. Die haben so 3-Minuten-Film gemacht, wo sie im Zelt gezeigt haben. Unser Film ist ein Amateurwerk von den Jahren 1920 bis 1922, also aus den Kinderjahren vom Film. Höchstwahrscheinlich ist er gemacht worden von Fritz Mattmüller. Es gibt einfach keine Beweise, aber es ist sehr anzunehmen. Er war Elektroingenieur und ist mit einem Holzkasten auf Stativ und mit einer Kurbel versehen auf Bildjagd gegangen. Es ist ein Glücksfall, dass wir den Film haben. Zum Bau vom Freidorf. Da haben rund 600 Bauarbeiter da geschafft. Der Bau war aufgeteilt in 7 ungleiche Baulos. Am 1. Dezember 1919 ist der erste Bickelhieb erfolgt. Und Ende März 20 ist der erste Baublock eingedeckt. Am 20. Oktober ist das Haus Nummer 81 als erstes bezogen worden. Und der letzte Hausbezug ist erfolgt am 31. März 1921. Das sind Auszüge aus Stadtwohnungen von dieser Zeit. Ob es hier dabei ins Freidorf gegangen ist, ist nicht nachweisbar. Aber die Bilder verraten einiges über die damalige Wohnqualität. Links von der Strasse sehen Sie oben an der Steige das Baubüro von Hannes Meyer. Dann das Freidorf im Bau, die ganze Front auf und runter. Man ahnt den Zustand von der Landstrasse, die heute St. Jakobstrasse heisst. Die zum Teil holprigen Bilder haben ihre Ursache in der holprigen Landstrasse und kaum gefederten Fahrzeugen. Beachten Sie hier die Vollgummireifen am Auto.
Beton wird in kleinen Mengen auch heute noch so gemischt. Das hingegen ist heute Arbeit von Maschinen. Es ist ein kleiner Teil von diesen 600 Bauarbeitern, die gewirkt haben. Wir haben hier einen Blick aus dem Freidorf gegen die Schanz, über die Landstrasse raus. Und Sie sehen, ein Haus ist sichtbar. Jetzt kommen Backsteine. Zum Entladen wird die Ladebrücke mit einer Kurbel gekippt. Sie sehen das dann ganz besonders gut, wenn die Ladebrücke wieder runtergenommen wird. Beton und anderes Baumaterial wird mit Muskelkraft transportiert. Darum ein sehr emsiges Treiben auf dem ganzen Bauplatz.
So sieht man bereits die Häuser unter Dach. Bevorrichtung Modell 1921 gestattet keine dicken Bücher. Ist wiederum eine Übersicht über die ganze Siedlung. Da haben wir die Spielplatzhäuser und der Spielplatz ist sofort seiner Bestimmung übergeben worden. Da sehen wir, dass auch die Mauer bereits steht. Und hier wird das Tramtrassé in Angriff genommen. Was hier besonders interessant ist, das ist der Einsatz von Rollwagen, ein Transportmittel für Erdverschiebungen. Wir haben keine Bulldozer gehabt.
Man erkennt hier schön St. Jakobstrasse, wo eingesäumt war mit Pappeln. Noch einmal schön das Baubüro vom Architekt Meier im Hintergrund. Die Montage von der Oberleitungen, das hat allerhand Akrobatik erfordert. Man stellt sich vor, es ist sozusagen alles noch von Hand gemacht worden. Wir müssen in einem Rollweg zurück aus Werke. Und dann kommen wir sofort wieder an die Arbeit. Das ist das, was mir als Akrobatik vorkommt. Das ist der Einzug ins Haus Nummer 81. Ist vielleicht auch der Strassenzustand noch zu beachten. Und wieder ein Möbelwagen mit Vollgummireifen. Thank you.
eine Dampfwalze, wie man sie zu seiner Zeit im Strassenbau eingesetzt hat. Der stolze Vierspanner, der hier durch ist, hat mehr gebracht als das, was wir am Anfang vom Film gesehen haben, der verladen worden ist auf die Handwägele. Am 21. Januar 1921 ist die von St. Jakob nach Muttens verlängerte Tramlinie eingeweiht worden, was ohne Freidorf noch einige Zeit nicht passiert war. Im Schänzli, im Freidorf und in Muttens ist entsprechend gefeiert worden. Das ist die eingleisige Umfahrung vom heutigen Haus Rieder, was mal zu einem Zusammenstoß geführt hat, einen schweren Unfall. Und am 24. August 1921 ist der Denkstein in Anwesenheit der Delegierten vom Internationalen Genossenschaftsbund eingeweiht worden. Ansprachen, Musik, Gesang, Volksbelustigung, Tanz, kaltes Buffet ist angesagt gewesen. Und was Sie hier hauptsächlich sehen, ist die Darbietungen von den Schüler, Knaben und Mädchenturnen von einst.
Wir haben dort noch kalte Winter gehabt, wo das Bewässern vom Spielplatz erlaubt haben. Das Bewässern war harte Arbeit gewesen, aber der grosse Zuspruch hat die Arbeit gerechtfertigt. Lesen ist also mehr als nur einmal bewässert worden. Der Bau des Genossenschaftshauses hat den Kindern Material gebracht für den Hüttenbau. Der Hüttenbau war natürlich verboten, aber die Verfeierung war zu gross. Man hat gebaut. Hier sehen wir die erste Kaninchenschau im jungen Freidorf. Der Gleittierzuchtverein hat einen bedeutenden Platz eingenommen im Siedlerleben. Denn Küngelstall und Hirnerhöfe haben zum damaligen Bild von der Siedlung gehört. So sieht man jetzt noch, wie das Genossenschaftshaus wächst. Und zwischen ihnen sieht man erlaubte Aktivitäten auf dem Spielplatz. Nur ja, kein Fußball. Thank you.
Und zum Schluss sehen wir noch einmal die Front mit der bepflanzten Studerrabatte auf der ganzen Länge der Anlage. Die ist viel bewundert worden und hat als eine besondere Zierde gegolten von der Siedlung. Das musste aufgegeben werden wegen der hohen Kosten, die sie veranlasst hat.